größten Hetzer der woken Twitch-Bubble. Und wir schauen uns heute einen Talk an, den er vor über einem Jahr schon mit Proletopia hatte und wo er wirklich furchtbar performt hat, Lügen über andere Leute verbreitet hat und wirklich die Strategie, wie Woke den Diskurs radikalisieren, wunderbar aufgezeigt hat, weswegen dieser Talk ziemlich zeitlos ist und sich auch immer wieder angesehen werden kann. Doch ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen Gast eingeladen. Hallo, Sella. Ja, hallo. Freut mich mal wieder da zu sein. Jo, die meisten bin gespannt. Die meisten werden dich kennen. Du hast auch noch einen YouTube- und einen Twitch-Kanal. Brauche dich, glaube ich, nicht nur groß vorstellen. Ich würde sagen, bevor wir anfangen, du hast mir vorher gesagt, du hast früher nicht den ganzen Talk gesehen, sondern Ausschnitte. Wie bist du denn an diese Ausschnitte gekommen? Oh, die sind auf jeden Fall viral gegangen überall. Und ich glaube, KuchenTV, die habt heute auch noch. Oder alle möglichen Influencers, Gurus. Ich weiß gar nicht mehr, wer das alles. Auf jeden Fall, das ging auf jeden Fall viral. Ne? Das besonders das mit den der gesunde Menschenverstand, war das ja, ich glaube, das müsste der Talk gewesen sein. Ja. Das haben natürlich auch die Rechten zu Genüge geteilt dann. Ne? Das ist natürlich gefundenes Fressen für die. Weil man dann kann man da immer sagen, ja, die Linken, guckt sie euch an, so was sie für Blödsinn reden. Ne? Wie radikal die sind. Tja, die bekleckern sich da nicht gerade mit Ruhm, die Broken. Ist sehr schade und wirft natürlich auch ein schlechtes Licht auf alle anderen Linken dann, ne, dementsprechend. Ja. Ja, wenn wir dann. Aber wie gesagt, zu deiner Frage, also. Würde ich sagen. Genau. Also. Wie gesagt, das ist viral gegangen, die. Und ich bin gespannt, ich habe das Gespräch noch nicht komplett gesehen, daher. Ja, mal schauen, was da noch so geredet wird. Da sind wirklich nur Perlen drin. So viel kann ich dir schon mal versprechen, auch wenn es bei mir auch bestimmt schon wieder ein Jahr oder so her ist, wo ich das zuletzt gesehen habe. Ich meine, ist ja auch schon ein Jahr her, das Gespräch. Aber das ist, also Dara zeigt dir, wie gesagt, wirklich ganz offen, wie er vorgeht. Und heute hat er da, glaube ich, so eine Hemmung, all das zu sagen, was er denkt, weil er weiß, dass dann KuchenTV sehr schnell ein Video machen könnte. Damals hat Holger Kleimer auf den Talk reagiert, weswegen der auch ziemlich so groß rumgegangen ist, unter anderem. Ja, ist auf jeden Fall viral gegangen, die ganzen Ausschnitte da. Aber genug des Vorgesprächs. Auf jeden Fall sagen. Ja, genug des Vorgesprächs. Erwin zeigt uns hier vorher noch seinen anderen Ausschnitt von Dara, von einer Aussage, die er kurz vorher bei so einer Reaktion auf Sinans Woche getätigt hatte und die ja auch ziemlich tief blicken lässt. Lager zu schicken. Marie-Louise Vollbrecht würde sich eine Regierung an die Macht kommen würde. Die Transmenschen einsammeln würde, um sie in Vernichtungslager zu schicken. Marie-Louise Vollbrecht würde sich nicht hinstellen und sagen, oh, das wollte ich aber nicht, das geht mir jetzt aber zu weit. Jetzt gehe ich in den Widerstand gegen diese Regierung, weil so schlimm wollte, nein, die will die alle tot sehen, da könnt ihr von ausgehen. Und das kündigen solche Menschen auch praktisch immer wieder halt implizit an. Und das siehst du vor allem daran, dass sie keine Grenze abstecken. Marie-Louise Vollbrecht hat sich noch nie damit beschäftigt, dass es Also kurz gesagt, es wird ihr. Ja, also Sella, wieso tätigt ein Walker so eine Aussage? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das tatsächlich auch für ein Video verwendet damals. Weil man kann sie halt gut bloßstellen. Ne? Also warum er das tätigt, ich weiß es nicht. Glaubt er das wirklich? Oder will er die Leute irgendwie, weiß ich nicht, eine Ecke stellen? Ich weiß es nicht, warum er das sagt. Also trägt natürlich zur Verrohung des Diskurses bei, ne? Also, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Also, was ihn da damals dazu bewegt hat, ob der das wirklich ernst meint. Ich weiß ja nicht mal, ob er das ernst meint oder ob der das wirklich nur sagt, um seiner Bubble zu gefallen, aber also, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Ehrlich gesagt. Ich glaube, er weiß ja nicht, was du davon hast. Radikalisieren. Ja, ich glaube, ja er wahrscheinlich. Ich glaube, er macht das mit Berechnung. Also, das werden wir in dem Gespräch noch einige Male sehen. Er möchte Marie-Louise Vollbrecht unmöglich machen. Er möchte, dass sie mittelbar nicht mehr zu Medien eingeladen wird. Er wendet hier das in einem Twitch-Stream an, was man bei diesen ganzen Verleumdungs-Accounts auf Twitter immer wieder sieht, die so kleine Clips von Streamern sammeln und sie versuchen, unmöglich zu machen. Wobei ich das interessant finde, weil ich hatte ja auch mal auf ihn reagiert und bei ihm fällt mir auf, es gibt ja wirklich so Woke, die wirklich sagen, ah, alles Nazis. Bei ihm kam mir immer öfters das Gefühl, das habe ich auch in der Reaction zu ihm mal gesagt, eigentlich versucht er noch zu differenzieren, aber dann hat er hier wieder solche Szenen, wo er dann wieder komplett darauf scheißt und auf einmal doch wieder komplett alles durcheinander wirft und plötzlich Nazis, eine Marie-Louise Vollbrecht plötzlich auch schon Nazi ist, ne, für ihn.
Und dann hat er wieder aber Szenen, wo er dann wieder sagt, ja, da muss er mal differenzieren können. Also bei Dara, das habe ich schon damals schon gesagt, bei Dara, ich weiß nicht, ist sehr seltsam. Also mir kommt das, entweder sagt er gerade, was für ihn opportun ist, oder ich kann mir das nicht erklären, weil, wie gesagt, manchmal sagt er dann, kann er dann differenzieren und sagt das auch offen und in einem anderen Moment auf einmal wirft er alles in einen Topf wie hier. Also ich werde da nicht ganz schlau drauf, habe ich damals schon gesagt. Also keine Ahnung, was das soll. In einen Topf, also diese Unterstellung, wer das Selbstbestimmungsgesetz ablehnt, wer diese Gender-Ideologie ein bisschen kritisch sieht, der will alle Transmenschen tot sehen. Diese Erzählung ist in dieser Bubble tatsächlich weit verbreitet und die versuchen, die im Diskurs hegemonial zu machen, die versuchen damit jede kritische Stimme im Keim zu ersticken, denn Leute, die einen Genozid an Transmenschen wollen, mit denen kann man ja nicht reden. Also wenn das stimmen würde, dann wäre das ja tatsächlich ein Argument, aber es stimmt halt nicht. Es ist eine haltlose Unterstellung. Dazu muss man sagen, Marie-Louise Vollbrecht ist eine linke Feministin. Die ist die ist ja nicht mal konservativ oder rechts oder sonst deswegen, irgendwas. Deswegen, ich verstehe das, also beim Thema Trans sowieso, aber generell so, ne? Generell kann er da ab und zu mal gut unterscheiden und dann wieder nicht. Also bei den Trans-Thema sowieso nicht, weil da sind sie absolut alle sehr radikal in der Hinsicht, ne? Die Leute aus dem Woken-Lager. Ja, gut, egal, müssen wir mal gucken. Ja, ja. Also man sieht das ja auch bei Streamern, die das nur etwas kritisch thematisieren. Imp sagt beispielsweise, ja, Menschen können keine Wölfe sein und ihm wird Transfeindlichkeit vorgeworfen. Nemesis macht mal ein paar Videos, wo er Finessi kritisiert und sofort gehen alle Walken im Schwarm auf ihn los. Also das ist schon ein bisschen kritisch. Und Sinan, worauf er gerade reagiert, ist wirklich das beste Beispiel, wie diese Walken ausrasten. Der wurde ja von Dekadent auch jüngst immer noch richtig hart beleidigt. Also ja. Ich finde es generell interessant, wie sie komischerweise immer die Leute, die eigentlich auf ihrer Seite sind, angreifen, ne, aufs Schärfste, wohingegen sie bei den Rechten einfach gar nichts sagen. Es ist mir wirklich ein vollkommenes Rätsel. Das ist nicht komisch. Das ist vollkommen logisch. Denn von den Rechten, da wissen sie selbst, dass sie da niemanden auf ihre Seite ziehen können. Das sind sowieso Feinde, aber das sind Feinde, die sind ganz weit weg. Machen ihnen ihre Hegemonie in ihrem eigenen Lager streitig. Deswegen gilt es, das im Keim zu bestätigen. Deswegen gilt es, ich glaube schon, ja. Proletopia als rechtsradikal, als nationalistisch, als was weiß ich zu framen, was er da letztes Jahr alles versucht haben. Ich meine, auch Neitern, als er bei Proletopia zu Gast war, hat ihm ja so einen Katalog mit 10 Anklagen vorgelegt, die irgendwelche Leute auf Twitter über ihn gesammelt hatten. Und er hat ja auch betont, ne? Naja, also Erwin, wenn du jetzt das und das änderst, dann könnte man dich vielleicht doch noch akzeptieren, so, ne? Also er hat ihm ja ganz eindeutige Angebot gemacht, dass er vielleicht da wirklich noch hofft, die Leute, oder er hat ja auch gesagt, hey Leute, kommt doch einfach zu uns rüber, ne? Also er hat da eindeutige Angebote gemacht, also da ist offenbar das Ziel natürlich, die Leute auf seine Seite zu ziehen, denke ich mal auch. Ja, eindeutig. Aber dann, das zeigt ja eigentlich, dass sie alles, was sie reden, eigentlich gar nicht ernst zu nehmen ist, weil ihnen ist ja selber klar, dass sie die Leute erreichen können. Also können sie gar nicht so radikal sein, wie sie versuchen, die darzustellen, ne? Das ist ja der ganze Witz daran. Weißt du, was ich meine? Ja. Also sie versuchen, sie als absolut böse darzustellen, aber sie wissen ja, dass sie die Leute erreichen. Sie sagen ja selber, hey, komm doch zu uns rüber. Oder hey, wenn du das und das änderst. Sie wissen ganz genau, dass das, was sie sagen, einfach total Bullshit ist. Dass sie lügen. Sie lügen ganz offensichtlich. Ja, natürlich. Und, also sie wissen, dass diese Leute vernünftig sind und dass man die erreichen kann. Aber erzählen halt genau das Gegenteil. Das ist ja der Witz dran. Sie lügen also ganz offensichtlich da in der Hinsicht. Muss man sagen. Ja, natürlich lügen sie. Ja, natürlich. Ich glaube, das sollte wirklich jedem klar sein. Denn Marie-Louise Vollbrecht, die hat niemals irgendetwas in diese Richtung gesagt, was Daria gerade beschrieben hat, also dass sie Transmenschen in Konzentrationslager stecken will. Und trotzdem wird das hier behauptet. Also das ist schon eine Strategie, um den Diskurs zu vergiften, um bestimmte Leute unmöglich zu machen. Und das Einzige, was sie wollen, ist Unterwerfung. Wenn du sagst, ich erkenne eure Ideologie an oder ich äußere mich gar nicht mehr zu Politik und jedes Mal, wenn ihr mich hier kritisiert, dann gebe ich dem nach. Ja, dann sind sie zufrieden. Aber wenn du einen Kritikpunkt hast, dann bist du ein Feind. Genau, ich habe ja auch sehr viele Videos drüber gemacht. Was sie wollen, ist, dass du dich natürlich ihnen unterwirfst, beziehungsweise, und das ist halt das Problem daran, was ich da sehe, ne? Die ganzen Leute, die können ja nichts für, so die Transmenschen und so, viele wollen das ja auch gar nicht, ne? Von ihnen so in Schutz genommen zu werden und dass diese Leute für entsprechend sich als Allies, sag ich mal, hinstellen. Wollen viele ja gar nicht, ne?
Aber sie, ja, das Gefährliche sind halt Demagogen, ne? Sie wollen halt, dass du dich ihrer Ideologie, sie wollen halt was zu bestimmen haben, sag ich mal, ne? Sie wollen ja was zu sagen haben. Und ja, das ist natürlich das Gefährliche an dieser woken Ideologie. Ja, zumindest was die Demagogen angeht, ne? Die Leute, die was zu sagen haben, da, sag ich mal. Ja. Ja, einfach hier unterstellt man so, dass sie einfach alle Transmenschen tot sehen will. Okay, und das ist der Punkt. Über das wollen wir reden, weil das ist seine Strategie, dass er so darüber redet. Das ist seine Strategie von ihm, so über Leute zu reden. Darüber wollen wir reden. Das ist alles. Ja, sich darüber aufzuregen ist halt, ich weiß nicht wozu. Ja, ich verstehe nicht. Aber okay. So, jetzt können wir reden. Alles klar, Thema... Hallo? Hörst du mich? Ja. Servus, ich danke dir für die 3 Minuten. Das war wirklich wichtig für mich und die Community. So. Aber wie er schon von Anfang an wollen so von oben herab... Also mein Chat sagt, du musst es noch unbedingt ein Video zeigen. Ich wollte das zeigen, was ich hochgeladen habe, ja. Ja. Genau. Warum macht man sowas? Wollen wir Video uns schicken gegenseitig oder nur Ton? Nee. Also, ich glaube, Ton geht. Ton reicht? Dara hat den Talk ja seltsamerweise nicht auf seinem Kanal hochgeladen. Ich weiß gar nicht, wieso. Stimmt. Okay. Ja. Alles klar. So, dann Servus. Ich grüße dich. Schön, dass wir mal wieder miteinander reden können. Long time no see. Long time no see, so ist es. Ja. Und ich meine das ernst, was ich vorher gesagt habe. Ich bin good faith. Ich komme nicht als Feind. Ehrlich. Und das wirst du auch gleich sehen. Aha. Ja, ehrlich, ganz ehrlich. Ja, aber das ist interessant, ne, wie... Mach ich doch. Alter, ey, wie er von oben herab redet, ne, der Dara, das ist krass. So aus so am Anfang so, ja, hallo, ja, so von oben herab, ne, aber das ist auch so ein typisches, ja, man fühlt sich halt überlegen, ne, er fühlt sich halt überlegen da in der Hinsicht. Ah, nee. Im Chat fragt gerade einer, wer ist dieser Streamer mit den Haaren? Ja, Proletopia. Man erkennt ihn kaum so wieder. Ja, aber ich habe mich mittlerweile an die kurzen Haare gewöhnt. Also. Ja. Ja. Ist ja auch angenehmer mit kurzen Haaren für einen selbst. Ja. Wie geht's dir? Alles gut? Danke, mir geht's gut. Aber. Ja. Dir ist schon klar, dass das eine ganz merkwürdige Strategie ist, da irgendwie erstmal diese Moves zu machen, aber dann einen auf. Ja, pass auf, ich bin hier der kühle Kopf und möchte ganz normal reden. Wieso bist du denn jetzt so hyped? Es tut mir wirklich leid, dass dich das verletzt hat, dass ich das hochgeladen habe oder dass es dich aufgeregt hat oder dass es dir den Anschein gemacht hat, als wäre das irgendeine böse Trickaktion von mir, war es wirklich nicht. Es geht darum, dass wir jetzt darüber sprechen. Und ich habe das hochgeladen, weil ich mir einfach gedacht habe. Stimmt, da war. Dass das deine Strategie ist. Erwin hatte da irgendwas auf Twitter hochgeladen. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, was das war. Ja, da war irgendwas. Den Clip, den wir eben gesehen haben. Ah, genau, okay. Weil die Aussage ja wirklich ziemlich unmöglich war. Hm. Und damals, da haben die Walkies wirklich jeden Stream von ihm akribisch dokumentiert und ihm da irgendwie Unsinn unterstellt. Von Antisemitismus über Rechtsradikalismus bis hin zu Transfeindlichkeit. Also wirklich das ganze Repertoire. Haben sie wirklich auf abenteuerlichste Art und Weise versucht herbeizukonstruieren. Ey, ich bin so froh, dass das mittlerweile endlich mal kritisiert wird und dass es Erwin da auch so ein bisschen entlastet wurde, weil die sind ja alle auf den drauf damals. Kürtscher hat ja wirklich Dokumente angelegt über ihn, ne? Und ja, man konnte da halt auch nichts wirklich was machen, ne? Die haben halt gemacht, was sie wollten damals und ja, das ist jetzt mittlerweile vorbei, sag ich mal. Seitdem sich die größeren Leute da gegen aufgelehnt haben, so ein bisschen, sag ich mal. Ja, aber ist irgendwie traurig, wenn so ein kleiner, einzelner Streamer, der keine großen Bubble angehört, wenn der angegangen wird, dann eilt ihm keiner zur Hilfe, mehr oder weniger. Ja, ich habe halt da immer versucht ein bisschen, aber das konntest du halt vergessen. Die waren halt, auf Twitter hast du halt, wurde die halt fertig gemacht von allen Seiten. Alerta ja auch noch, ne, falls du dich an den erinnerst. Mhm. Ist jetzt genauso beim Äqualisten. Also die hat ja auch keine Bubble hinter sich in dem Sinne. Die war ja auch immer ziemlich einzeln unterwegs. Jedenfalls so, wie ich das verfolgt habe.